Ja, das ist halt sofort instant vorbei. Krieg kann da X-Speedrun, weiter geht's. Let's go. Hier auf hartes Level. Ja. Speedrun, wir skippen. Panic at the Disco Jungle. Okay, wir kriegen das Auto. Immerhin. Okay, wir haben das Auto. Immerhin. Da unten ist noch ein roter Coin. Wir gehen mal oben rum. Vielleicht sind sie optional. Wahrscheinlich nicht, aber. Was er da malt wieder. Okay, das Auto war auf jeden Fall optional. Ich hoffe, wir haben keine roten Coins übersehen jetzt. Der Pilz teased, aber. Cool bleiben. Jo, Digga. Okay. Ach, du Feuerblume, sick. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Drei roten Münzen brauchen wir noch. Okay, das ist auch sick. Okay. Brauchen wir irgend... Oh, natürlich kommt dann noch so ein Spikeball raus. Schade. Sehr schade. Noch zwei rote Coins. Ich hoffe, wir haben noch keinen übersehen, aber könnte schon sein. Checkpoint. Aber dann sind. Also die roten Münzen müssen dann optional sein, wenn es hier einen Checkpoint gibt. Oh, ouch. Direkt ins Herz, Digga. Okay. Eine rote Münze noch. Das wird spaßig. Okay, Schlüsselhammer am Start. Im Match sterben ist alles vorbei. Also wenn wir jetzt sterben, müsste man theoretisch alle roten Münzen nochmal einsammeln. Wir haben eigentlich sowieso schon zwei Leben, von dem her. Ich frage mich, was dem Secret noch geben sollte, was uns was bringt. Ist so weird, dass er da nach oben schießt. Das hat mich letztes Mal schon gewundert. Okay, wir hätten den Switch. Also, diese Piranha-Pflanzen, die Feuer spucken in dem 3D-World-Theme, spucken sie die tendenziell immer nach oben. Wir gehen in die Box rein, halten uns nicht lange auf. Sehr gut. Weiter geht der Spaß. Jo! Oh, musste ich tun. Oh nee, Digga. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwo eine Piranha. Oh Gott. Vielleicht kriegen wir einen Catsuit nochmal. Oh, ich würde jetzt nicht sterben mit dem Schlüssel im Sack. Das wäre bitter. Sehr gut. Kidoki? Wir haben auch noch 300 Sekunden Zeit. Theoretisch genug Zeit. Alle Zeit der Welt. Weg vom Fenster, sehr gut. Hier müssen wir warten. Ich glaube, die respawnen sowieso aus der Pipe. So, schön.
Da geht er down. Gehen wir in die Pipe. Jo, ist das jetzt dein Ernst? Jo, Mann! Der braucht da nur 1 Milliarde Hits, wenn er Flügel hat, zum Glück. Eine kleine Sekunde unkonzentriert, Digga. Aber gutes RNG-Hammer. Jo, Digga! Oh. Sehr gut. Also. Sehr gutes RNG. Ich habe mir auch nicht mehr viel gebraucht. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Wir kriegen noch die Flagpole wahrscheinlich, ja. Sehr schön. Okay. Auf jeden Fall ein Like da. So eine ultra coole Stage, finde ich alles in allem. Auch der Boss war richtig schön gemacht. Precise Moves. Kann auch viele Leben kosten. Wow, Mann. Was? Wie soll das überhaupt gehen? Und da soll ich dann rüberspringen, Digga? Ist ja komplett wahnsinnig, oder? Wie soll das gehen? Ah, vielleicht kann man den Donut triggern. Mal ein bisschen Moonwalk-Action. Aha! Wir warten, bis er wiederkommt, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen da Full Speed. Kommt der Manja? Da kommt der Manja. Okay. Oh, da hätten wir gleich wieder springen müssen. Ich glaube, so schaffen wir es nicht. So wird's richtig packen. Da verbraucht man mehr Leben, als dass wir gewinnen wahrscheinlich. Und Mick Katzmann, die auch danke für den Support. Prickly Pyramide. Autoscroll. Schönes Bild. Der hat wahrscheinlich den 30er geholt und hat gesagt, danke. Wir warten mit der Skull-Plattform. Ich weiß nicht, wie lange wir die brauchen. Sehr gerne, Digga. Ja. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte mit dem Autoscroll, deswegen. Auch da. Okay. Frag mich immer, dass der aufkriegt. Macht eigentlich, also, außer du hast eine Bombe irgendwo, dann wird's aufkriegen. Muss warten. Jetzt haben wir schon auch ganz schön bitter, Digga. Okay, wir gehen da durch. Ich seh nix. Ich seh nix, Digga. Ich nix sehen. Egal, wir gehen die Pipe. Bum, bum. Okay. Wir müssen schnell sein, glaube ich. Wobei man könnte. Ah, nee, das bringt auch nichts. Okay.
Wir haben noch keine Leben. Es gab ein paar Münzen in der Stage, aber vielleicht hätte man ein Leben rauskitzeln können oder zwei vielleicht mit allen Münzen. Krieg kein Ei, keine drei Leben. Let's go. On, off. Japanisch Level. Und Junior, hier. Danke für den Support. Könnte auch Probleme machen. Sekunden. Machen. Hier kein Like, keine drei Leben, war trotzdem eine süße Stage. Japanisches Level. Alle? Mindestens. Also, oh, guck mal, hier gibt's die Leben. Was sinnlos ist eigentlich. Ist halt die Frage, ob wir den holen müssen. Uff, das war sehr close. Okay, die geht nirgends hin, die geht auch nirgends hin und die geht auch nirgends hin. Aber da kommen welche raus. Ich glaube, es kommen aber nur. Ich glaube, wir haben alle. Da gibt es auch ein paar. Gibt es da was? Nee. Da oben gibt es was. Das müssen wir uns vielleicht auch mal kurz angucken. Boah, Digga. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt hochkommt. Also ich hätte gedacht, der grabt mich, der Crane, aber offensichtlich macht er das nicht. Schade. Und jetzt ist halt für mich die Frage, wie man da überhaupt hochkommt. Das verstehe ich noch nicht. Ja, so kommen wir da hoch, Digga. Okay. Good to know. Hidden Block mit einer Wein drin. Haben wir vorhin nicht gefunden, leider. Hängt's nur bei mir? Ich weiß nicht. Also die letzten Tage war richtig gut. Also da hat niemand gesagt, dass es in irgendeiner Form hängt. Könnte ein Troll sein, wir probieren es trotzdem. Klappe zu, dann kommen wir die noch dran. Drei Leben haben wir mit am Start. Ja, den müssen wir auch holen, oder? Irgendwie eine süße Stage, finde ich. Eigentlich nicht. Aber so vielleicht. Was ist mit den Wolken hier? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, will er uns wahrscheinlich sagen. Das ist so ein Schlawiner. Da auch nochmal einer. Wahrscheinlich, oder? Okay. Da unten gibt es auch noch. Zähne. Ich glaube, sonst haben wir keine übersehen. Erstmal. Oh, Digga. Vor allem, wie soll man da jetzt dann hoch? Digga, das wird auch wieder. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das bereit für sowas bin. Ja. Wir sind bereit dafür. Sehr gut. Auch noch 20 Münzen. Clear Condition Hammer. Jetzt will ich eigentlich keine Münzen mehr haben. Okay, dann müssen wir noch in die Pipe.
Okay. Sehr gut. Kriegen wir die drei Leben. Wir haben 98 Münzen mit am Start. Sehr schön. Jo, lass mal ein Like da. War eine süße Stage, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen, alles in allem. Stehen, ja. E-Switch. Oh nein. Aber der läuft vielleicht zurück. Junior. Ich frage mich halt, ob wir den vielleicht irgendwie brauchen für diese Blöcke hier. Ist das sein Eisschloss hier drin, oder? Na, zum Glück gibt es einen Frosch-Suit. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Noch ein Frosch-Suit. Also, ich glaube nicht, dass hier irgendwas gibt. Ah, ich wollte eigentlich so ein bisschen auf die Leben gehen, aber. Vergessen. Jawohl. Okay. Wir gehen mal weiter. Wir kriegen also mit zwei Bullets oder mit zwei Kanonenkugeln können wir, glaube ich, die Leben nicht fahren. Okay. Danke für den Frosch-Suit. Okay. Cool bleiben. Er hatte keinen Schlüssel. Also ich finde, wir kriegen so viele Setups, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Auch das jetzt gerade. Für einen Zehner, Mann. Nee, Digga. Nee, für einen Zehner nicht. Ich weiß nicht mehr, konnte man da unten stehen, oder? Oh, Mann! Ja, und hier müssen wir jetzt das Beste hoffen, oder? Okay, sehr gut. Lemmy gibt's auch noch. In die Pipe. Können wir hier noch irgendwas machen? Okay. Komm, wir machen weiter. Auch eine süße Stage, aber halt auch ziemlich pain. Viele kleine Jumps, wo du einfach runterdroppst und den Hit bekommst. Five Little Scenes 2.
Da gibt es einen One-Up-Schein. Den müssen wir jetzt triggern. Und dann triggert er alle anderen weg, oder? Und da gibt's ein Leben. Sehr schön. Ja, cool. Nix drin. Softlock. Ich mache die Kommentare aus, dass man ein bisschen mehr sieht. Da könnte man durch schon mal. Der hat hier Snake Block. Dann geht er nach oben. Triggert. Ja, der triggert nach da. Mal den wegballern. Der wird dann den rüberschieben, oder? Dann den da. Was müssen wir mit dem dann eigentlich machen? Jetzt kriegen wir den Helm, oder? Oder auch nicht? Von der anderen Seite? Und dann kriegen wir den Helm. Und damit kriegen wir das Ding kaputt. Cool. Theoretisch kann man den mit dem Helm 1 nach oben ballern. Ich glaube, der da ist wichtiger. Wir machen den nach oben. Triggern den, dann geht der weg. Dann könnte man den aktivieren. Da oben bringt der uns eigentlich. Ja gut, wir müssen ihn nach oben ballern, glaube ich. Wir ballern den mal nach oben. Der geht nach da. Und Silly Miniman, die auch danke fürs Reihenfolgen, Mann. Aber wie man die nach oben kriegen soll? Soll das gehen? Wir gucken uns mal den Snake Block an. Was macht der denn? Er schiebt den auf die Seite. Ah, okay. Sick. Cool. Wir wollen die Pipe. Kriegt mal Instant Hit. Okay. Wir brauchen einen Off-Switch. Der ist da oben. Okay, dann können wir den triggern. Wir auch die Pflanze kaputt. Da kommen wir nicht durch. Da brauchen wir erst einen Switch. Wir können die mal noch triggern. Triggern. Den können wir nicht triggern. Ah, da oben ist der auch noch Switch. Den brauchen wir jetzt nochmal 60 Sekunden. Bitte mal den. Gucken, was da passiert. Sehr gut. Okay. Bohnenranke. Machen wir einen Switch. Okay, danke fürs Leben. Wir warten kurz. Okay, dann macht er sich selber kaputt und dann kriegen wir die drei Leben und sind heavy.
Ich lasse auf jeden Fall ein Like da. Das war eine richtig schöne Stage. Weiter geht's. Mega cool. Ja, sehr cooles Level. Hat ein Like verdient. Ja, finde ich auch. Johannes Level. Und Masiman, dir danke für den Support. Und Dioniramann, dir auch danke. Ein Level, ein Leben. Zwei Leben. Drei Leben. Ah. Das Problem ist halt noch der Feuerball. Der kann dich ja auch richtig, der kann dir richtig wehtun, aber wir probieren es trotzdem mal. Das könnte machbar sein. Yes, sehr gut. Wir lassen mal ein Like da, Leute. Warum denn nicht? Es gab wenigstens keine Spikes. New Super Jumper 21. Speedrun. Oh.